Schriftsteller machen Angebote. Die ganze Literatur ist ein einziges Angebot, dass der Leser das Recht haben sollte, zu verweigern oder anzunehmen und daraus seine Schlüsse zu ziehen. Liest mein Buch oder lest es nicht, ihr werdet es bereuen. Hinter einem solchen Publikumserfolg steht sicherlich der Umstand, dass das, was er schreibt, für einen Menschen, der nach Hause kommt, abends um 6:30 von der Arbeit, seine Bücher gerne noch liest. Sie verlangen von ihm keine großen Kunststücke des Gehirns. Die 17-Jährige kann Bücher von ihm lesen und dann der Großmutter sagen, Oma, das sollst du auch lesen. Er ist ein Mann, Siegfried Lenz, der die Generationen, das ist ganz seltsam, zu überspringen weiß. Lenz ist mit seinen Büchern nicht den Lesern auf irgendeine unehrenhafte Weise entgegengekommen. Überhaupt nicht. Aber seine Bücher sind nicht mit dem Rücken zum Leser geschrieben. Und das muss man anerkennen. Siegfried Lenz. Schreiben hatte für ihn immer etwas mit Moral und Aufklärung zu tun. Er schrieb nicht für die Kritiker, er schrieb für die Leser. Die sollten ihn verstehen. Was er suchte, war nicht die Provokation, sondern im Gegenteil der Pakt mit dem Leser. Für viele wurde Lenz tatsächlich zur Instanz. Sogar in Fragen, für die er sich keineswegs zuständig fühlte. Ich selbst habe es erlebt, in Augenblicken, wo einem fatale Omnipotenz zuerkannt wurde, um Rat gefragt zu werden, beispielsweise, was man gegen Erkältungskrankheiten tun kann, was man dagegen tun kann, dass der Mann heimlich aus dem Eisschrank ist oder die Frau sich mit einem Geliebten trifft. Das ist eine Art von beschworener Zuständigkeit, die mir ganz wenig behagt. Selbstinszenierung war nicht seine Sache. Er blieb bescheiden, trotz beeindruckender Erfolge. 14 Romane, zahlreiche Erzählbände, Theaterstücke, Essays, Hörspiele, übersetzt in 30 Sprachen. Bei einer Weltauflage von über 25 Millionen. Den Durchbruch bringt die Deutschstunde. Ein Roman über die Freuden der Pflicht und ihre fatalen Folgen. Deutschland 1943. Der Maler Nansen hat Berufsverbot. Seine Kunst gilt als entartet. Sein ältester Freund, der Dorfpolizist, ein strammer Nazi, der geflissentlich über das Malverbot wacht. Ja, ich weiß, du hast deinen Auftrag. Jeder von uns hat einen Auftrag. Aber Jens, wenn wir beide uns auch verändert haben, so viel können wir doch erkennen, nämlich was für ein Ende das nehmen wird. Du seid ja vernünftig, Jens. Du, wenn du mich anzeigst, wenn du mich jetzt anzeigst, du, weißt du, was du tust? Ja, Max. Meine Pflicht. Es geht um den Konflikt von Macht und Kunst, aber auch um die Schuld des Einzelnen. Die Deutschstunde erscheint 1968 und trifft den Nerv der Zeit. Er hatte etwas ausgedrückt, was kein anderer gesagt hat damals. Man war ja sehr damals interessiert, wie war das im Dritten Reich. Und vor allem war die junge Generation daran interessiert, weil sie von ihren Vätern nichts erfahren konnte. Siegfried Lenz kommt aus Masuren. Als Kind von Luise und Otto Lenz erblickt er 1926 in dem kleinen Städtchen Lück das Licht der Welt. Der Vater, ein Zollbeamter, verlässt die Familie früh. Die Mutter heiratet wieder und zieht ebenfalls fort. Siegfried bleibt bei der Großmutter. Viel mehr ist über seine Herkunft nicht bekannt. Die Not des Einzelnen im Dritten Reich kennt Lenz aus eigener Erfahrung. Mit 17 kommt er zur Kriegsmarine. 1943 desertiert er, versteckt sich in dänischen Wäldern, gerät schließlich in englische Kriegsgefangenschaft.
Wir leben halt als Augenzeugen von Auschwitz. Wir leben halt als Augenzeugen des Krieges, der Flucht, der Verfolgung, der Niederlage, möglicherweise der versäumten Chancen, die sich aus der Niederlage ergeben haben. Und das alles bestimmt und prägt diese Generation. Noch 1945 wird Lenz nach Hamburg entlassen. Hier hält er sich mit Schwarzmarktgeschäften über Wasser, studiert Philosophie, Anglistik und Literaturwissenschaft. Bis 1948. Da bricht er das Studium ab, geht als Volontär zur Welt und bleibt dort als Nachrichten- und Feuilleton-Redakteur. Sein erster Roman, Es waren Habichte in der Luft, erscheint in der Welt. Danach arbeitet Lenz hauptberuflich als Schriftsteller, immer unterwegs zwischen Hamburg und Dänemark, das seine zweite Heimat wird, immer unterstützt von Liselotte, seiner Frau. Später engagiert er sich auch politisch. Er unterstützt die Wahlkämpfe der SPD in den 60er und 70er Jahren. Zusammen mit Günter Grass begleitet er Bundeskanzler Willy Brandt 1970 zur Unterzeichnung des deutsch-polnischen Vertrags nach Warschau. 1977 gehört er zum RAF-Krisenstab von Bundeskanzler Helmut Schmidt, der ihm zeitlebens ein Freund und Vertrauter bleibt. Die politische Betätigung, der politische Kampf kann nicht recht seine Sache sein, weil er im Grunde ein einsamer Mensch ist. Das ist nicht ein Mensch, der sich in den Trubel politischer Intrigen werfen wird. Das ist überhaupt nicht seine Sache. Aber man hat ihn um Hilfe gebeten, hat ihn gerufen und da ist er gekommen. Lenz' Bücher kreisen um politische Themen der deutschen Vergangenheit und Gegenwart. 1978 erscheint der Roman Heimatmuseum. Masuren in der Zwischenkriegszeit. Die Nazis wollen das Heimatmuseum des Sigmund Rogalla für ihre eigene Sache instrumentalisieren. Alles Slawische soll ausgesondert werden. Der Rest zu einem deutsch-völkischen Grenzlandmuseum werden. Zu den einziges großes Haus. Doch Sigmund verweigert sich diesem Plan und schließt das Museum. Er will sich von niemandem vor den Karren spannen lassen. Nicht von den Nazis und später nach der Flucht nicht von den vertriebenen Verbänden im Westen. Auch nicht im Namen der Heimat oder ihres Verlustes. Müssen wir denn wirklich auf der Flucht? Lenz selbst braucht keinen Ort. Er begnügt sich mit der Sprache als Heimat. Allerdings ist es so, dass für viele Menschen Heimat eine Entdeckung der Fremde ist. Solange man an seinem Ort lebt, solange man in Übereinstimmung lebt mit den Nachbarn, mit den Kindern, mit der Familie, wird Heimat überhaupt nicht zum Problem. Problemhaft wird Heimat erst dann, wenn man von ihr separiert ist, von der konkreten Heimat. Neben Heinrich Böll, Günter Grass und Martin Walser ist Siegfried Lenz einer der wichtigsten Vertreter der deutschen Nachkriegsliteratur. Anders als Grass und Böll hat er keinen Nobelpreis erhalten, dafür aber mehrere Ehrendoktorwürden und zahlreiche wichtige Literaturauszeichnungen. Vom Friedenspreis des deutschen Buchhandels über den Thomas-Mann-Preis zum Goethe-Preis der Stadt Frankfurt. Besonders stolz war Lenz auf den Weilheimer Literaturpreis, eine Auszeichnung, die von Schülern verliehen wird und die Lenz in seinem hartnäckigen Glauben an die Zukunft der Literatur bestärkte. Jeder Blick aus dem Fenster beweist, dass es nach wie vor Techniker und Krieger sind, die die Welt verändern, nicht aber Dramen, Romane und Gedichte, schrieb Lenz. Trotzdem war er ein Vertreter der von Sartre geforderten engagierten Literatur, der als Autor Missstände aufdecken, die Welt entblößen wollte. Oft ging es ihm um Schuld, Versagen, sich bewähren müssen in extremen Situationen, um das Scheitern oder, wie in seinem letzten Roman Das Fundbüro, um das Verlieren. Der Existenzialismus war eine Wurzel seines Schaffens.
Lenz hat an keiner Strömung mitgewirkt. Er war kein Modeschriftsteller. Er schrieb auf seine Weise. Die Kritiker waren verwundert, viele Kritiker. Die glaubten, das sei ein altmodischer Autor. Altmodisch ist nicht das richtige Wort, aber ein Geschichtenerzähler doch im traditionellen Sinne. Das war seine starke Seite. Und dieser Seite verdankte er ein enormes Publikum in Deutschland und auch in vielen Ländern der Welt.